Wochen eine Reifenaufteilung vergessen. Ja, Johannes, meine Kamera leuchtet nicht mehr. Ich habe irgendwie keinen Strom mehr. Es geht jetzt im Prinzip überhaupt nicht mehr, wenn du es genau wissen willst. Das ist ein bisschen komisch tatsächlich. Ich weiß auch nicht so ganz so richtig, warum das jetzt so ist. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA. Auf jeden Fall geht es gar keine Kamera mehr, wenn du es genau wissen willst. Weil ich wollte nämlich eigentlich, nur wie gesagt, ich kann hier gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt die Kamera auf einmal nicht mehr geht. Ist jetzt auch erstmal egal. Ihr kennt ja meine Fresse. Strom gezahlt, Brudi. Ich hab so viel Strom auf dem Dach. Das glaubst du ja nicht, mein Jing. Oh, 59 FPS, das Bild, das ruckelt, das tut so weh. So, erste Runde Brasilien. Ah, Schumacher! Er wird jetzt mal schön in der Night diven, weil er ein Idiot ist. Ach Gott, ich sehe es doch schon wieder kommen. Dieses Spiel. Hey, Dame! Ich hab den Ferrari noch ja nicht gesehen. Ja, ich hatte ja im Prinzip so gemacht, dass man halt mein Lenkrad ganz gut sieht. Mit den ganzen Anzeigen und so weiter, was das halt hat. Und wie gesagt, ich habe keinen Strom. Die Kamera leuchtet einfach nicht. Ich habe jetzt USB reingesteckt. Ich weiß nicht, was es war. Das letzte Piece in. Oh, there's no cam. I have no idea, but the cam is not working now. So, shut up, enjoy my driving. Nico. I have no idea, I have no energy, no power on my cam. That's strange because when I cut the cable, it's like there is a connection.
etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Uiuiui. Ich muss fahren, Johannes. Das kann man ja keinen Spaß nennen. Spaß wäre es, wenn ich das freiwillig machen würde. Ja, Kameras hieß dazu, dass ich dann theoretisch nicht mal gehen würde. Ich habe es jetzt wieder zurückgestellt, aber theoretisch ist sie so, dass es dann von meinem Rücken aus quasi aufs Bild geht oder von der Seite so ein bisschen mal gucken. Katastrophe. Invalidator Nico, hey. Kannst dich hier abmelden. Ich bin schon ganz schön scheiße. Ich hab so viel Zeit, er kann auch umdrehen, kann die Box fahren. But why the fuck is my camera not working, mate? So many viewers, they wanna see my ugly face and the cameras just not working. So. Yeah, but I'm gaining 0.1 because of a awful sector before. Mate, that's the difference. So, he's starting his lap now, and he's gonna fuck me again. Huh? Nah. Nah. It's so late. Gonna save that one.
davor sogar nur gegen die Viererzeit. Heieiei. Hallo Dustin, hallo Kevin. Das war meine erste Runde, Dustin. Relax. Okay, der erste ist absolut furchtbar. Ich fahre ja auf rallye Boliden lassen, um das, um es mir ein bisschen schwerer zu machen. Ja, Alban hat halt eine gute Runde getroffen. Okay. Na, ich mag das viel, das ist erstmal so, also 5 geht auch. Das ist wahrscheinlich zu jedem ein bisschen selbst überlassen. Geht im Grunde nicht besser, nicht schlechter. Thank you.
Ach, die Cam, ich wollte die Cam umstellen, jetzt geht's ja gar nicht mehr. Guten Morgen, Janik. Schön, dass du ausgeschlafen hast. Zu tief. Oh, warum kommt denn da jetzt so ein Snap? Noch einer. Eieiei, was machst du denn, Janik? Coole erste Kurve. Grundsolide. Der Flügel trotzdem noch ein Ticken zu viel ist. Ich habe vergessen, darauf zu achten. Sagen, warum ich gerade so blöd bin, die erste Kurve zu fahren. Stresst mich gerade ein bisschen. Ich habe gestern bei Open am Stream geschaut, der ist auch nur 3,27 gefahren. Und so endlos viel Flügel, endlos wenig Flügel hier ist auch nicht immer nur gut. Weil du musst halt auch noch irgendwie hier durchkommen.
Digga, lebt eine Null. Ganzen Kartoffelkriege. Ja, naja. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei. Glaubt ihr, der gibt euch einen Setup Guide, wo er eine Jahrhundertentdeckung gemacht hat, damit ihr Armleuchte dann ihn bügelt? Sag mal, wie naiv seid denn ihr alle? Seid ihr alle irgendwie ein bisschen doof? Alter, was mache ich denn diese ersten Kurve? Aber Stampen fällt in 691. Ja, klar. Du meinst für dich, die Strecke ist derzeit frei, wir können loslegen. Ich würde sagen, das sind für dich reichen die Setups quasi dann. Ich bräuchte dann da schon irgendwie mal einen Tacken mehr, auf ein bisschen mehr, damit es Spaß macht. Wir sind 20. auf dem Temporadar. 3, 28,2 Kilometer pro Stunde.
Sicherheitschecks abgeschlossen. Achtung, der Wagen fährt. Also ich habe tatsächlich von den Setups viel gesehen. Auch die, was zum Beispiel McLaren in Spa gefahren ist. Also da passen dann bei denen sein, das passt dann schon ungefähr überein. Ja, ich hab's gesehen, gestern deine Confidence. War ja, weil ich jetzt nochmal geschaut habe, ja in Turn 3 vorbei in der zweiten Runde, das denn, oder? Oder war das mit Kontakt gedreht? Speichern. Wie kommst du an McLaren dran? Das werde ich dir mit Sicherheit jetzt so nicht erzählen. Wie du dir unschwer vorstellen kannst. Fahrstand ging in 9,4, okay. Servus. Ne, gibt keinen wirklichen Unterschied. Das nervt ein bisschen mit dem Kollegen da. Thank you.
nach der Pole Position. Wieso ist das eine scheiß Antwort? Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere... Die fahren im Prinzip bis diese E-Sport-Bild vielleicht ein Hauch schneller. Je nach Strecke ein halbes Zehntel bis zu einem Zehntel. Setups kannst du nahezu identisch benutzen. Ja, das war's. Großen und Ganzen kannst du vielleicht die Curbs minimal besser nehmen. Das nervt so. Außerdem habe ich doch gerade Setups geleakt. Das, was ich jetzt fahre, kann man komplett nachbauen. Aber sicherlich, wie ihr auch wisst, ist es natürlich nicht das, was ich am Ende fahren werde. Deshalb, das geht mir aber auf den Sack mit diesem Arschloch da hinten dran. Der geht mir so ganz klar bisher. Ach komm. Mann. Ja, ich weiß. Ich fahr morgen. Problem ist, wenn der 50er, der fasst du kein Gefühl, ob du ans Gas gehen kannst. Ah. Okay, du hast doch mit 55er Diff kein Gefühl. Morgen easy win. Ja. No problemos. Boah, ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie scheiße an. Geht tatsächlich schon schöner rumzufahren mit 50, ja.
Ich weiß nicht, also. Ich bin eigentlich jemand, der immer gerne und viel wenig Flügel sozusagen gefahren ist. Aber ich finde irgendwie jetzt rein auf die Zeit. Ich bin jetzt nicht wirklich schneller geworden. Ich meine, der reine Aufwand hält sich jetzt halt auch wirklich in Grenzen. Ne? Ich sag mal, ihr seid jetzt ab der ersten Runde, die ich überhaupt als Vorbereitung fahre, sozusagen dabei. Was da jetzt auch vom Fahren her mit Sicherheit noch was fehlt, ist ja mal komplett außer Frage und weit weg von perfekt. Deshalb ist denn jetzt 8er oder auch mal eine 7er, die mir gleich mal rausrutscht. Jetzt mal so als Basis, mit Sicherheit keine ganz schlechte. Ja, das für alle, was sehen Sie, da bin ich bei WOR auch noch gefahren tatsächlich. Ach, komm schon, Junge. Eieiei. Gott, oh Gott. Ach ja. Ich frage mich, warum da jetzt auf einen Schlag. Ich mach's aber anders, der. Ich mach das anders, der. Doch, doch, das fühlt sich aber, wie ich es habe, gar nicht so schlecht an. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige. Die Reparaturarbeiten am Wagen. Nee, 1912 ist mir zu wenig, das. Ich habe ja jederzeit das andere Setup, was ich einfach nur laden kann damit fahren. Deshalb
Ich bin da ganz entspannt. Es ist einfach mal noch 10 Minuten ein bisschen rumdingen. Danach muss ich eh wieder rüber. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Schlecht. Das ist aber auch eine grausame Runde gewesen. Heieiei. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,07,0. Toll.
etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wow. Oh Gott, ey, ist es denn so schwer, meine Fresse? Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1-0. Vergessen es eher erst anzumachen. Mann, Max, ey. Mein Gott. Ich brauche dringend was zu trinken, ey. Was ging es andere Delta, okay. Junge, ich fange 2 Stunden früher als du an. Dann darf ich mal Mittagspause machen. Fresschen. Ah ja, Mann. Ja, ich muss morgen aber auch bei PSGL F1 mitfahren. Da musst du halt auch leider ein Tier sein, Kollege. Okay, das war das Setup jetzt. Okay, gut. Thank you.
Reserve. Das ist jetzt scheiße mit dem Diff, was ich da probiert habe. Das ging auch tatsächlich nicht. Tja, nach der Runde muss ich los. 8:00. Okay, nee, besser bin ich nicht, aber danke trotzdem. Okay, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen.